Priviert und herzlich willkommen zurück hier bei Atomic Heart, meine lieben Genossen. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen und würde beweisen, dass ihr natürlich wahre Kommunisten seid, nicht wahr? Können wir hier überhaupt rein? Ja, können wir. Podimerlichen. Die Botaniker in Wawilow züchten nicht nur Nutzpflanzen für andere Planeten, sondern arbeiten aktiv an einer sowjetischen Flora. Podimerlichen, eine neue Art der Gattung Impatiens, wurde speziell für sowjetische Haushalte produziert. Verglichen mit ihrer fleißigen Schwester ist sie erstaunlich pflegeleicht. Die Zierpflanze muss nicht gegossen werden und blüht das ganze Jahr über. Kohlendioxid, CO2. Kohlendioxid war eines der ersten Gase, das einen Namen erhielt. Im 17. Jahrhundert stellte der flämische Chemiker Jan Baptist von Helmond fest, dass die Masse von Holzkohle nach dem Verbrennen abnahm, da das Gewicht der verbleibenden Asche geringer als das der ursprünglichen Holzkohle war. Er interpretierte dies dahingehend, dass der fehlende Teil der Holzkohle in eine unsichtbare Substanz verwandelt wurde, die er als Gas oder Spiritus Silvestre, Waldgeist, bezeichnete. Bin ganz schön schwer. Das friedliche Atom ist das Herz der sowjetischen Mechanisierung. Subterranea. Ah. Physikrätsel, oh nein. Hm? Ja, da kommen wir mal mit dem Sprechen. Komisch. Was ist das denn hier? Ah, ich habe das Radio gefunden. Ich dachte, das wird jetzt ein richtig krasses, langes Ding wieder, wie mit einer Anlage, mit Wawilow-Komplex und so. Also, Luke, ist es sehr einfach. Der Anlagenwerktätige. Die Arbeitserfolge von Anlage 3826 werden im Gesamtmutterland mit Respekt betrachtet und den Statuen unsterblich gemacht. Diesen Moment namens der Anlagenwerktätige wurde von Genossin Naboyschkova erschaffen, um die Erinnerung an die erfolgreiche Durchführung des ersten Fünfjahresplans der Anlage zu feiern. Oh, guck mal an. Da ist wieder alles auf Russisch. Kann es sein, dass das geplant war, dass das alles auf Deutsch steht im Spiel? Irgendwann war das bestimmt mal geplant. Okay, hier ist aber nicht das Symbol. Ich finde das Symbol des Mutterlands. Symbol des Mutterlands. Doch, da ist das Symbol des Mutterlands. Der Hammer natürlich. Hammer und Sichel. Erstmal ein paar Fragen. Ich habe da ein paar Fragen. Natürlich, Major. Ich kann dir etwas über die vier Ebenen der Ausstellung sagen. Chelomei, Pavlov, Wawilow und Sachalin. Was ist auf der Chelomei-Ebene? Chelomei, das Erdgeschoss, ist den bahnbrechenden Entdeckungen auf dem Gebiet der Robotik sowie dem Bau von innovativen Wohnkomplexen in der Luft und unter Wasser gewidmet. Was wird auf der Pavlov-Ebene ausgestellt? Pavlov, die erste Ebene, ist autonomen neuronalen Systemen gewidmet. Diese Ausstellung ist ein Triumph sowjetischer Biokybernetik und Neurophysiologie. Und die Wawilow-Ebene? Was erwartet mich da? Wawilow, die zweite Ebene, ist dem Fortschritt in den Gebieten der Botanik, Genetik und der Zucht neuer Nutzpflanzenarten gewidmet. Was gibt's auf der Sachalin-Ebene zu sehen? Die Sachalin-Ausstellung auf der dritten Ebene ist der Entdeckung des Tiefsee-Ökosystems und der Entwicklung von Faunakomplexen in verschiedenen Regionen der Weltozeane gewidmet. Bedauerlicherweise ist die Sachalin-Ausstellung derzeit eingelagert und ist Besuchern nicht zugänglich. Hi, Elvis. Ich möchte dich etwas anderes fragen. Ich bin stets zu Diensten. Lange nicht gesehen, wie geht's dir? Also, nochmal von vorn.
Was hat es mit diesen Darwin-Tests auf sich? Ja, ich helfe gerne, Major. Pass einfach auf deine Finger auf. Ich möchte nicht wieder nach diesem Multischlüssel suchen. Der Hammer ist des Arbeiters Freund, die Sichel des Bauern Werkzeug. Der fünfzackige Stern wird von ihnen geehrt. Sie verteidigen ihn ungebeugt. Wie wär's mit etwas fröhlicher Musik? Wir haben schon genug Weltuntergangsstimmung. Radio der Zukunft. Erstaunliche Musik, die auf Basis der Vorlieben und Tendenzen moderner Künstler von einem hochmodernen Quantensuperrechner erzeugt wird. Laut der Relativitätstheorie sind das die Lieder, welche die Bürger der Zukunft hören werden. Aber die heutigen Bürger können sie bereits hören. Bedeutet das nicht, dass es dann die Musik der Vergangenheit sein wird? Und in 30 Jahren wird niemand diese Musik schreiben, weil es sie schon gibt. Die Musik der Zukunft könnte sich ständig ändern. Gut aufgepasst. Du hast ein Zeitparadoxon entdeckt. Wie aufmerksam. Die Musik der Zukunft prägt den Musikstil in der Gegenwart. Aber die Superposition des Betrachters und die wahrgenommenen Informationen befinden sich in einer selbstkonsistenten Schleife. Um es für Laien verständlich zu machen, wir hören immer die Musik der Zukunft und bestimmen gleichzeitig, was sie sein wird. Oh, scheiße. Wenn das für Laien verständlich sein soll, möchte ich nicht die komplizierte Erklärung hören. Oh, ich krieg schon Kopfschmerzen. Bitte sehr, etwas Lebendigeres wirst du hier nicht finden. Lausche des Frühlings, süßer Hymne, wohin auch du dich begibst. Ich liebe dich, Leben, und kann nur hoffen, dass du auch mich liebst. Halt den Rand, du durchgeknallter Toaster. Es tut mir leid, aber das ganze Chaos hat meine Gefühlsalgorithmen durcheinandergebracht. Pionier Netschajew, du hast den Darwin-Test mit Bravour bestanden. Was willst du werden, wenn du groß bist? Ein Kosmonaut. Was für eine schöne Berufswahl. Ich wünsche dir... Nun, ich habe deine Aufmerksamkeit genossen, Major. Kann ich dir helfen? Ist dein Speicher undicht, oder was? Ich muss einen Drill ausrufen und das WDNH in den Drillmodus versetzen. Dazu bin ich leider nicht in der Lage. Was? Du willst mich doch verarschen! Aber ich weiß eine Lösung für dein Problem. Ein einzelner Roboter kann den Militärdrillmodus nicht auslösen. Dafür ist die Anwesenheit von zwei Robotern erforderlich. Na super, und wo finde ich ein weiteres Metallarschloch? Vor diesem schrecklichen Albtraum war der Informationsraum mit zwei Robotern besetzt. Aber die Amokläufer haben meine Partnerin Claire zerlegt. Wurden dabei ihre Einzelteile über den ganzen Komplex verstreut? Genau. Woher weißt du das, lieber Genosse? Nur so eine Ahnung. Muss ich jetzt den gesamten WDNH nach ihren Teilen absuchen? Stecke das Verwaltungskontrolllaufwerk in mich, damit ich dir sagen kann, wo die Einzelteile der armen Claire gerade sind. Das ist jedenfalls besser, als wahllos herumzusuchen. Wo ist das Verwaltungskontrolllaufwerk? Mir läuft die Zeit davon. Bitte folge mir. Das ist ja alles ungeheuerlich. Die Roboter müssen völlig den Verstand verloren haben. Bam, badadadadam, badadam. Bienen sind noch komplexer organisiert. Hier sehen wir die Übertragung ziemlich umfangreicher Informationen zwischen ihnen. Die niedrigste Stufe ist bei den einfachsten Tieren zu finden. Diese sind ausschließlich zu Taxis fähig. Bewegungsreaktionen auf Reize wie beispielsweise Licht, Temperatur oder Feuchtigkeit und melden aktiv wie diejenigen, gegen die sie die größte Abneigung haben. Würmer und Mollusken können lernen, komplexeren, unangenehmen Wirkungen aus dem Weg zu gehen. Bei der Fortbewegung durch ein Labyrinth kann sich ein Regenwurm schnell einen Weg mit einem geringen elektrischen Strom merken und ihn in Zukunft meiden. Regeln für Besucher. Liebe Genossen, wir raten zur Vorsicht. Obwohl die ausgestellten Roboter harmlos sind und keine Batteriemodule installiert wurden, sind an einigen der Modelle scharfe Metallteile vorhanden, die zur Verletzung führen können. Bitte die Ausstellungsstücke daher nicht berühren. Oh, die bleibt stehen, das ist gut. Die Macht der Sowjetunion liegt in der Vereinigung von Wissenschaft und Produktion. Okay, weiter geht's. Ach, herrje, man sehe
sich das an? Es ist ein nobles Ziel, Waldarbeitern und Ersthelfern beizustehen. Aber du, wie benutzt du die Arme, die dir dein Schöpfer gegeben hat? Wie ein wildes Tier, um zu zerstören und zu zerstückeln. MFU 68 Arbeiter, Gewicht 45 Kilo, Einsatzzwecke. Der Roboter AMU 68 wurde für die Anforderungen in der Viehzucht entwickelt und dient beispielsweise als Hüter für grasende Tiere. Die Variante AMU 68L ist ein verbessertes Modell des Arbeiters und mit einer 40 cm Kreissäge zum Fällen von Bäumen ausgestattet. Anwendung: Der Arbeiter kann sich mühelos auf unebenen Gelände bewegen und ist gegen die rauen Wetterbedingungen im hohen Norden oder in den mongolischen Steppen gefeit. Nur splitternackt herum, als wäre nichts dabei. Schämst du dich nicht, deinen Iridium-Verdichter zu entblößen, Roboter? Dir ist schon klar, dass er sich das nicht selbst angetan hat, oder? MFU 68 in Leben. Die mechanischen Teile des MFU 68 bestehen aus einer strapazierfähigen... Was für eine Unordnung! Und wer wird sich wohl ums Aufräumen kümmern? Ich sollte sofort die Reinigungsroboter entsenden. PTL-3-Legierung mit einem speziellen Polymer-Kühlsystem, das eine Überhitzung der 40 cm Kreissäge verhindert. Die nächste Stufe ist die sogenannte wahrnehmende Psyche. Tiere, die sie besitzen, können die Formen von Objekten erkennen und Kommunikation mit Reizauslösern aufnehmen. Höhenangst ist ebenfalls ein unkonditionierter Reflex. Ein Katzenjunges bleibt am Rand eines Abgrunds regungslos stehen. Es hat noch keine Höhen erlebt, weiß jedoch bereits, dass sie gefährlich sind. Allerdings besteht keine Gefahr, da der Abgrund mit Glas abgedeckt ist, was das Katzenjunge jedoch nicht erkennt. Hier können wir überall noch nicht rein, ne? Ja. Hier ein weiteres Beispiel. Bei Angst oder Unruhe können sich Junge bei ihrer Mutter verstecken und ihr Fell ergreifen. Wenn ein Affe im Labor zwei potenzielle Mütter präsentiert bekommt, wählt er eine mit weichem pelzartigen Stoff bedeckte Puppe und verbringt die meiste Zeit in ihrer Nähe, obwohl die harte und metallische Mutter ihn füttert. Die psychischen Fähigkeiten von Tieren sind durch Evolution komplexer geworden. Aus diesem Grund kommen einfache Gedankenprozesse bereits bei Reptilien vor und haben ihr höchstes Ausmaß bei den Säugetieren erreicht. Euch Menschen beneide. Ihr könnt einfach eine Klinge ergreifen und diesen schrecklichen Schnurrbart abrasieren. Aber du bist nicht mal eine Maschine. Du bist nur eine Nachahmung, eine Karikatur, ein Teil der Laboreinrichtung. Entschuldige den Ausbruch. Es ist nur so, dass einer von ihnen versucht hatte... Aber wechseln wir das Thema. VVA6 Lab. Es gibt eine Vielzahl von Laborrobotern. Die schwarzen Modelle erwiesen sich als besonders tückisch. Sie benutzten ihren eingebauten Entfernungsmesserlaser, um Menschen aus der Ferne abzuschießen. Wie konnte es nur dazu kommen? Die Spezialisierung der schwarzen Laborroboter hängt von der Software ab, die in ihre eigens angefertigte kinetisch-skalare Neurogel-Kapsel kodiert wurde. Du kannst sie bei einem der besiegten schwarzen Laborroboter erbeuten, sofern seine Kapsel noch intakt ist. Was? Ich habe kein Wort verstanden. Du bist eine Assistentin, Tereshkova, also rede gefälligst wie ein Mensch. Schockierend! Du hast keinen Anstand. Du hast vielleicht schon Nora gesehen, den monströsen Fabrikator, der Menschen unter unvorstellbaren Qualen zu Tode foltert. Es schmerzt meine Algorithmen, dich in ihre blutigen Fänge schicken zu müssen. Aber es geht nicht anders. Sie ist die Einzige, die diese Kapsel dazu nutzen kann, um deine Waffen zu verbessern. Ja, ja, beweg deinen Arsch, Tereshkova. Wir haben es eilig. Schon unterwegs, Genosse. Gewicht 100 Kilo. Einsatzzweck: Der Roboter VOV A6 hilft Wissenschaftlern in Forschungseinrichtungen der Durchführung von Experimenten und Tests. Seine anthropomorphen Handprothesen sind mit mehr als 100 Sensoren ausgestattet, die eine hohe Präzision beim Umgang mit gefährlichen Substanzen und die Durchführung exakter Berechnungen ermöglichen. Anwendung: Labor-Roboter hat eine menschliche Gestalt erhalten, um negative psychologische Auswirkungen bei Mitarbeitern zu verhindern. Außerdem kommt er auch außerhalb der Anlagenwerkstätte zum Einsatz, wo er Bürgern bei ihren beruflichen und alltäglichen Aktivitäten hilft. Das Innenleben. Der Laborroboter wurde hinsichtlich seines Aussehens und seiner Anatomie als Abbild des Menschen entwickelt. Das Endoskelett des Roboters ahmt das Muskelsystem des Homo sapiens nach und ermöglicht äußerst natürliche Bewegungsabläufe. Was könnte dieses Beispiel für Symbiose bedeuten? Die fleischfressende Murene weiß, dass die Garnele Parasiten aus ihrem Körper entfernt und lässt das Krustentier auch dann in Ruhe, wenn sie hungrig ist. Instinkt, erlerntes Verhalten, Intelligenz
Wir wissen es noch nicht. Das da vorne ist zumindest kein weiterer Text. Der Großteil des unterirdischen Ausstellungszentrums wird von der Sonne beleuchtet. Ein System kleiner Lichtportale und automatischer Spiegel überträgt das Sonnenlicht von der Oberfläche zu den entlegensten Bereichen unter der Erde. Eine ähnliche Technik wird auch in Kolonien auf dem Mond und am Mars zum Einsatz kommen. Ah, hier sieht man das Spiegelsystem, glaube ich. Okay. Junge, wer ist der süßeste, drolligste, knuffigste kleine Junge? Du natürlich, du kleiner Schussel. Selbst im Kampfmodus greifst du keine Menschen an, weil du so ein Schnuckelchen bist. Habe ich nicht recht? Ehre, oder RAF 9 Techniker, Gewicht 95 Kilo, Einsatzzweck der Roboter RAF 9 führt eine Reihe... Herr Genosse, das Verwaltungskontrolllaufwerk sollte an diesem Stand sein. Bitte stell eine Verbindung her. Der Roboter RAF 9 führt eine Reihe technischer Operationen in den Bereichen Herstellung, Betrieb und Wartung verschiedener Ausrüstungsgegenstände durch. Anwendung, die Techniker kommen nicht nur in Fabriken, sondern auch im täglichen Leben zum Einsatz. Sie können als Hausmeister, Elektriker oder Klempner arbeiten, um ihre Besitzer von der Last häuslicher Pflichten zu befreien. Und ich finde das Spiel bisher ganz okay. Also ist jetzt noch kein Hammer, also ich hätte mir mehr erhofft von dem Spiel, als ich das quasi, als das damals angekündigt wurde und die ersten Trailer und alles kamen und es sieht halt jetzt auch nicht ganz so toll aus wie in den ersten Trailern. Oder in den zweiten, dritten, vierten. Versuch bitte vorsichtig zu sein, Genosse Major. Ich habe höchst empfindliche Innereien. Oh, was hat da geknackt? Entspann dich, das waren nur meine Gelenke. Fertig, passt alles. Verwaltungskontrollrechte erfolgreich erteilt. Und jetzt? Ich öffne die Tür zum Atrium für dich. Durchsuch jede Ebene und finde meine arme Claire. Ich bleibe mit dir in Funkkontakt. Sobald du eine Ebene erreicht hast, scanne ich sie, um die Einzelteile zu finden. Die meisten sind im Erdgeschoss. Bitte setz Claire wieder zusammen. Okay. Da sind Gegner. Wir müssen eher erstmal speichern. Speichere Daten. Und noch Polymerverbesserung? Ich glaube nicht, ne? 47, das sieht nicht gut aus. Nee. Wir können, glaube ich, keine Waffe mehr wirklich verbessern, ne? Ah ja, wir können das Magazin hier noch verbessern. Die Waffen sind ja ziemlich gut. So. Eigentlich bräuchte man mehr Munition, aber das habe ich jetzt verkackt. Vielleicht können wir eine... Ich weiß nicht, ich muss mal ganz kurz gucken, ob man die Munition für eine Pistole... Ja, das gibt mir auch die Ressourcen, die ich für die andere Munition brauche. Mach lieber ein bisschen Pistolenmunition kaputt und hol mir dafür wieder ein bisschen Kalasch-Patronen. Ne, gibt keinen Bogen im Spiel. So. 400 Schuss als Munition noch als Vorrat. Wunderbar. Boah, sieh dir das an. Der reinste Palast. Das nenne ich mal Stil. Lass mich den Anblick genießen. Willkommen. Euren Arbeitsplätzen.
Liebe Genossen, willkommen in der WDNH, der exklusiven Ausstellung, der in der die Leistungen von Anlage 3826 präsentiert werden. Sie umfasst vier Ebenen, Chelomai, Pavlov, Vavilov und Sachalin. Der WDNH-Komplex hat werkstags von 10 bis 18 Uhr und am Wochenende von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Okay. Lass mal lieber systematisch ablaufen, wenn das geht. Will die Tür nicht öffnen? Okay. Hier auch nicht. Können wir die wirklich nicht öffnen? Von vorne konnten wir so eine Tür öffnen. Da hinten ist auch ganz schön viel Blut übrigens. Oh. Können wir auch nicht öffnen. Dann gehen wir erstmal runter. Eltern aufgepasst. Bürger unter 10 Jahren sollten die Wahlausstellung nur in Begleitung eines Erwachsenen besuchen. Auch hier kann ich nicht rein. Ganz schön weird. Na gut, da steht auch überall ein X drüber. Gut, das macht Sinn. Oh mein Gott. Junge, Junge, Junge. Der war schnell tot. Wie geht's? Imbissstube. Bevor ihr euren Besuch im Museum fortsetzt, möchten wir euch in unserer Imbissstube einladen. Salami, Lachsbrote, Tee, Eiscreme, Tarashuna, Sahnebrause und weitere Erfrischungsgetränke. Hier gibt es für jeden etwas. Wir können halt nirgendwo rein. Das ist ein bisschen komisch. Ich nehme an, wir müssen erstmal die Roboterteile suchen, bevor wir überhaupt irgendwo rein können. Ah. Sieh mal hier, da ist wieder ein Schloss. Natürlich. Ah, das ist die Tür, die wir öffnen können. Eine fortwährend bereitgestellte Nährstofflösung zirkuliert in einer dünnen Schicht, die einen gesteigerten Luftkontaktbereich der Flüssigkeit zur Folge hat. Dies ist die gebräuchliche Technik zum Anbau von Kurzsaisonpflanzen, wie beispielsweise Kopfsalat. Kurz abspeichern. Speichere da. Maßnutzpflanzen. Genau wie ihre Kollegen auf anderen Gebieten bereiten sich auch Botaniker auf die Kolonisierung des Weltraums vor. Erste Proben genetisch veränderter und an die Bedingungen auf dem Mars angepasster Pflanzen werden bereits in den WDNH-Gewächshäusern ausgestellt. Ja, aber hier kommen wir noch nicht weiter, leider. Also hier ist auch noch nicht so wirklich... Ich nehme an, wir müssen echt hier irgendwo die Körperteile finden, ne? Ich nehme an, dass wir hier auch eins finden. Ja, da vorne ist irgendwas. Eine tote Person. Das ist neu. Was ist denn mit Ihrem Kopf los? Willkommen! Tritt näher! Hab keine Angst vor meiner Macht! Was? Charles, ist das noch eine Leiche? Ich bin Orakel. Ich bin die Allsehende. Früher war ich eine einfache Archivangestellte. Jetzt aber bin ich allmächtig. Ich sehe alles. Ich weiß alles. Und ich bin alles. Alles klar. Das fehlte gerade noch. Charles, die hier ist total durchgeknallt. Wieso so skeptisch? Sergei Alexej
Sergejewitsch, du solltest lieber Viktor Petrov ergreifen, statt meine Größe anzuzweifeln. Oha. Eine interessante Abweichung. Diese Frau leidet an einer Polymerüberdosis. Das passiert, weil ein menschliches Gehirn an eine große Datenmenge angeschlossen wird. Das hat sie offenbar umgebracht. Und jetzt hat sich das Orakel mit dem gesamten WDNH verbunden. Sie hat Zugriff auf alle Rechner, Kameras und Terminals. Also ist sie Teil des Komplexes? Mit unbegrenztem Zugriff auf alles? Du bist also das Orakel. Kannst du das beweisen? Ich muss dir meine Macht nicht beweisen, Sterblicher. Aber es könnte ganz amüsant sein. Was willst du? Soll ich dir von deiner unbekannten Vergangenheit erzählen? Oder den guten Geistern, die dich umsorgen und auf ewig lautlos weinen werden? Aber wozu das Ganze, wenn du nicht mal siehst, was direkt vor deiner Nase geschieht? Du schwingst ja große Reden. Machen wir es doch nicht so kompliziert. Kannst du diese Tür für mich öffnen? Ob ich kann? Und ob ich kann? Ich kann alle Türen öffnen. In der Vergangenheit wie in der Zukunft. Sieh her. Öffne dich! Überlastet. Zu viele Informationen können einen wahnsinnig machen. Ganz recht. Mein Kompliment für deinen Einfallsreichtum. Das war clever. Du kannst offenbar über deinen Tellerrand schauen. Ja, ich bin selbst ganz stolz auf mich. Sie war ziemlich nützlich. Woher hat sie von mir und meiner Mission in Wawilow gewusst, wenn sie das WDNH nie verlassen hat? Interessante Beobachtung, Genosse Major. Und eine sehr gute Frage. Das kann ich auch nicht sagen. Also haben wir die Mission vielleicht doch schon mal gemacht oder ist das alles geplant? Oder ich weiß. Charles, wie sehen die speziellen Neurokonnektoren von Sechenovs Team aus? Auf den speziellen Neurokonnektoren steht der griechische Buchstabe Gamma. Und sie sind wie Armbänder geformt. Man trägt sie am rechten Arm. Gamma? Was ist mit Beta? Oder sind das die gefälschten Konnektoren, von denen du gesprochen hast? Die falschen Konnektoren tragen tatsächlich den Buchstaben Beta. Aber die Beta-Konnektoren waren anfangs echt. Verstehe ich nicht. Die ersten experimentellen Prototypen der Neurokonnektoren mit Entscheidungsbefugnis hießen Beta-Konnektoren. Es gab nur zwei davon und Dr. Sechenov hat sie so entworfen, dass sie wie Ringe aussahen. Okay, und was ist mit ihnen passiert? Nach Abschluss der erforderlichen Experimente nahm Dr. Sechenov diese Ringe von der Liste der speziellen Neurokonnektoren. Daraufhin wurden verbesserte Gamma-Modelle für die Wissenschaftler angefertigt, die wie Armbänder aussahen, eines für jedes Mitglied seines Teams. Dann gibt es also nur 7 dieser Gamma-Konnektoren. Für Wawilow, Koroljow, Kurchatov, Lebedev, Pavlov, Filomonenko und Chelomei? So ist es. Genosse! Hey, Genosse! Hilfe! Hol mich hier raus! Ich bin ein Student von Natur! Und mein Vater ist eine sehr bedeutende Persönlichkeit! Herzlichen Glückwunsch. Aber das bringt dir nichts mehr. Was meinst du damit? Weißt du überhaupt, wer er ist? Er kann dir ein Haus auf dem Land bauen lassen, dich auf eine Urlaubsreise schicken. Oder willst du vielleicht ein Auto? Na komm schon, Mann! Hol mich einfach hier raus! Ganz egal, wer dein alter Herr ist. Sein Sohn ist tot. Was? Wie meinst du das, tot? Wie sollte ich dann mit dir reden? Bist du blöd oder was? Du gehörst zur Arbeiterklasse, also arbeite auch, verflucht nochmal! Weißt du überhaupt, wer ich bin? Nein, und es ist mir auch scheißegal, wir sind keine Freunde, ja? Geht das in deinen dicken Schädel rein? Und die Arbeiterklasse kann sich wehren, du rückgratloses Stück... Fleisch? Warte, bin ich wirklich... Scheiße. Und ja, du bist es. Ich sag der Führerin deiner Gruppe Bescheid. Er ist freundlich, ne? Ja. Okay. Ja gut, die Marsnutzpflanzen haben wir schon gehört.
Adlergewächshäuser. Die Adlergewächshäuser sind die neueste Innovation der Agrarindustrie. Diese portablen Klimazonen stellen vollwertige landwirtschaftliche Plattformen dar, die jeden einzelnen Aspekt echter Ökosysteme nachbilden. Die Gewächshäuser sind mit automatischen Lichtsteuerungssystemen und speziellen Lüftungen zur Nachahmung natürlicher Luftströme ausgestattet. Nutzpflanzen. Die Proben der speziell gezüchteten Pflanzen, die hier zu sehen sind, können in jeder Umgebung überleben. Sogar auf der Oberfläche anderer Planeten. Meine Waffe ist weg. Also, der reicht mir doch an jetzt. Das ist nur das erste Stück. Wir brauchen noch zwei weitere Schlüssel. Ich glaube, die meinte das mit dem, also dieses Schlüsselding, meinte die, glaube ich, mit ihrer Freundin, die ich reparieren soll. Oh. Warte mal, doch, hier sind wir reingekommen, okay. Dachte. Das ist schon richtig. Abspeichern. Aber wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben und euer Potato-Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!